Was geht ab, liebe 933-Familie? Wir hoffen natürlich, euch allen geht's gut. Heute sind wir auf dem Platz. Navi Abi ist wieder dabei, Walla. Wir haben uns eine coole Serie einfallen lassen, die wir hier mit euch zusammen auf YouTube auf jeden Fall durchziehen werden. Wir stellen in Instagram immer wieder eine Fragerunde. Welche Tore sollen wir nachmachen? Die Tore, die wir nachmachen, sind immer dann so epische Tore. Die Tore, die ihr gerne gesehen habt. Heute zum Beispiel definitiv, der Fio wird den Ronaldo machen gegen Juventus. Da sind wir auf jeden Fall alle gespannt. Eine Sache von Anfang an. Ich küsse eure Herzen, wenn ihr in die Kommentare schreibt. Ja, aber macht es doch mal unter Druck. Cousin, ich kann jetzt keine 50.000 Leute organisieren, die uns zugucken, wenn wir die Videos nachmachen. Das geht leider nicht. Aber wir versuchen sie trotzdem so nah wie möglich herzustellen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben Bock. Wir machen jetzt die Tore ready. Wir küssen euer Herzen. 933, die 1. Aiwa, wir fangen an. Und dann Ronaldo! Zu weit. Ja. Alle. Scheiße. Bruder, der war gut. Ich bin aber zu hoch für den Ball, Rüxier. Also, der ist zwar aufgedotzt, aber der war schon echt gut, der war schon echt nah dran. Der Ball ist vorher immer aufgedotzt, das ist er bei Cristiano nicht. Wir versuchen es noch ein, zwei Mal, aber der Versuch war schon echt gut. Fuck! It's all about humanity. So Leute, der Cristiano war eigentlich schon relativ nah dran als Beispiel. Der war schon echt. Der war schon gut, gell? Der war schon echt gut. Ist zwar halt vorher aufgedotzt, aber wir wollen ja jetzt nicht die Kleinigkeiten. Kommt Leute, so also machen, wir ja. Sind's ja, also. Oder? Welchen machen wir? Ich würde sagen, Roberto Carlos. Ja, der geht schnell. Ja, der geht schnell. Also man muss sagen, Leute, ich bin ja rechtsfuß. Das heißt, das Ganze wird jetzt ein bisschen spiegelverkehrt laufen. Aber wenn wir die Kurve so hinkriegen, wie Roberto sie gekriegt hat, dann machen wir uns eigentlich keine Sorgen. Vamos, Benny. Oh Mann, Alter, ist das billig, Alter. Ja, da geht die wilde Fahrt, was? Have you never said that he's going to hit it? He's wanted to forget the ball. All 30 yards and this. Oh, wait. 30 yard free kick with a 20 yard run up. Ja, ja! Oh! Der wäre wieder ein Winkel, Bruder! Das ist scheiße! Nein, Mann!
kick with a 20-yard run up. Wenn der am Pfosten geht, Bruder, brechen Wesen. Der war schon Klot. Ich hab die noch nie so flach geschossen. Ich hab die immer versucht, im Winter zu schießen. Ah! Also Leute, man muss sagen, der war schon close, der war nicht perfekt. Da würde ich sagen, dass Fios Fangrückzieher von Cristiano auf jeden Fall näher rankommt. Der hatte die Kurve, der ist ein bisschen früh runtergegangen. Normalerweise schießt die immer in Winkelhöhe, aber der Roberto schießt den ja ein bisschen flacher, aber der war schon close. Der war gut, der war gut. Schreibt mal in die Kommentare, 5 von 10, 6 von 10, das ist eure Aufgabe. Aber der war schon close, ist in Ordnung. Jetzt geht's weiter. Nächstes Tor, wir suchen uns das nächste Tor aus. Voilà, wir machen jetzt das James Rodriguez Tor von 2014, Kolumbien. Ich glaube, das ist auch bei der Puskas-Wahl hart weit vorne gewesen, nicht unbegründet. Wir haben uns das gerade angeguckt und mir haben sich die Nackenhaare aufgestellt, weil er scheiße schwer wird. Der ist nicht einfach. Das war noch dieses Lattentor, diese Brustannahme gegen die Kamera. Zeig mir mal deine Hand mit Schweiß. Mach nochmal. Nein, Bruder. Die Leute verstehen noch nicht, ich bin 30 Jahre alt. Wenn ich schwitze, dann schwitze ich richtig. Sollen die Nackenhaare aufstehen, wenn da voll Wasser ist, Bruder? Das Tor wird hart schwer. Der Fio macht den Anfang. Fio hat ja auch einen linken. Bei mir passiert alles mit rechts, weil mein linker ist nur, damit ich nicht zur Seite falle, wenn Wind kommt. Der Fio hat auch einen linken. Der Fio macht das Original nach. Ich mach's dann gleich mal mit rechts. Fio gibt jetzt Gas und Charla trifft er ihn relativ fix, dass wir uns ans nächste Tor machen können. Alvaro Pereira hit by James! Oh, what a goal! One of the greats! Oh! Oh, Fuß gebrochen. Geh doch mal unter die Latte, Digga. Digga! Du Fußschmerz. Ich hab überall Schmerzen, ich werd alt. Wir sind hier auf Schwarz-Weiß-Kriegsheimplatz und versuchen den, ich küsse doch James, in der WM so ein Tor zu machen. Props an James Rodriguez. Achi, falls du das siehst, welcome to Dubai. Hello, Habibi. Das war nicht normal, Bruder. Das ist echt nicht normal. James Rodriguez, der Onkel James, weil der Onkel James. Geh doch runter, Mann! Viel Basis vor allem der ist tot. Boah! Mein Auto! Você quer ser só agressivo? Vou deixar sua bunda mesmo. Ey, der ist schwer, Bruder. Der ist schwer, Bruder. Wir könnten jetzt eine Stunde machen. Irgendwann kriegen wir ihn so halbwegs hin. Aber das ist schwer, Bruder. Unter Druck. Was hat er gemacht, der Mann? Ja, jetzt gucken wir uns mal an, ob der Fio den James hinkriegt. Ja, wir gucken uns das mal an. Scheiße, ich bin ausgerutscht. Und ich hab was im Auge gewartet. Schon wieder raus, kannst wieder gehen. Digga. Ich sag euch so, wie es ist. James Rodriguez Tor 2014. X, du hast uns gebrochen, Habibi Albi. James ist der erste Sieger in dieser Folge. Sehr schwieriges Ding, ey, sehr schwieriges Tor. Definitiv. Noch mit dieser an die Latte treffen und sowas, dass du dem mal ins Tor knallen musst. Wir haben die auch wirklich nicht aufs Tor gekriegt. Dieses James Rodriguez Tor ist hart schwer. Der hat den einmal so getroffen, der trifft den nie wieder so. Aber Aufgabe nicht erledigt. So, James haben wir kläglich versagt. Der Fio,
Der Fio macht jetzt, da hat einer reingeschrieben, den Scorpion Kick als Torwart. Der Fio macht jetzt den Scorpion Kick als Torwart. Das dürfte gar nicht so schwer werden. Also leichter als Rames auf jeden Fall. Ich schmeiß den Ball hoch vom Fünfer, du musst ihn ja nur rausdonnern. Sehr unspektakuläres Video. Ich mach, was ihr mir sagt. Redknapp. Goodness me, have you ever seen anything like that in your life? Hey, aber der muss hochgehen, ja? Mach ihn hoch, mach ihn hoch. Versuch den Ball zu treffen, dass er fliegt. Weiter geht's in der Luft. Redknapp. Goodness me, have you ever seen anything like that in your life from a goalkeeper? Gute Arbeit. Den mit der Afro-Frisur haken. Bing. Den haben wir hingekriegt, denke ich. Gut, dann haben wir heute 4 Sachen gemacht. Schreibt rein, wie die waren. 1 bis 10. Aktiviert die Glocke. Abonniert den Kanal. Guckt auf Insta, wenn wir wieder so eine Umfrage machen. Schreibt rein, was auf ihr sehen wollt. Auf Insta könnt ihr reinschreiben, was ihr selber sehen wollt. Das ist ganz, ganz wichtig. Davi, Abi, wir küssen dein Herz für die gute Arbeit an der Kamera. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten YouTube-Video. Aiwa, 93321.